Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Direwolf. Jo, wir sind hier auf unserer Map. Ich habe in der Zwischenzeit hier ein bisschen das Feld mal vergrößert. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ich habe auch unseren Gang hier ein bisschen weiter gebaut. Den hier nach unten und hier noch ein bisschen was vorbereitet. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich gerade mal kurz... Irgendwo müsste ich den Ofen, habe ich umplatzieren müssen. Jetzt wollte ich hier draußen kurz ein bisschen Kosmetik machen. Ups. So. Gut. Das soll es auch davon schon mal gewesen sein. Jetzt hätte ich gern ein bisschen Eisen gebraten. Und noch ein paar Spitzhacken. Bäume habe ich auch noch ein paar gefällt. Weil wir brauchen einfach viel Holz. Und ja, anderes Zeug eben. Der Ofen macht Geräusche, das irritiert mich manchmal. Ich habe nämlich vor, einen schnellen Abgang zu bauen. Den wollen wir heute hoffentlich erledigen. Dafür brauchen wir 3 Eisen, um uns einen Eimer zu bauen. Und eigentlich hätte ich auch noch gerne eine Eisenspitzhacke. So. Könnte ja sein, dass wir unterwegs auf irgendwelche Sachen stoßen, die wir mit der Steinspitzhacke nicht abbauen können. Deshalb möchte ich das so haben. Ich habe hier schon vorbereitet ein 2x2. Das können wir hier schon mal ein bisschen vertiefen. Eisen ist fertig. Gut, dann können wir die Spitzhacke machen. Ich habe nämlich unten schon einiges gefunden. Unter anderem eben, wie ihr gesehen habt, das Eisen. Aber eben auch noch viel mehr. Ja. Und deshalb brauchen wir eben auch so eine bessere Spitzhacke. So, ich hoffe mal, dass ich hier nicht unbedingt auf Zombies stoß. Och nein. Also schon geil. Ja, wir haben hier... Das passt mir gar nicht ins Konzept. Also es ist geil, hier eine Höhle zu haben, eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist es nervig, weil jetzt müssen wir uns hier mühselig runterbauen. Zumindest zu Beginn. Und hoffen, dass hier auf jeden Fall kein Skelett irgendwie angetanzt kommt. So. So far so good. Das Kupfer und alles, was hier ist, das lasse ich mal schön liegen. Das brauchen wir nämlich im Moment einfach nicht. So, und wie komme ich hier jetzt tiefer? Gute Frage, nächste Frage. Oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier jetzt so eine riesen Höhle kommt.
dammig. Nein! Nein! Dammit, Alter! Hat ja gut geklappt, Mann. Alter, dessen. Warum? Warum kommt da unbedingt so eine scheiß Höhle? Musste das denn sein? Ja, komm, jetzt noch ein bisschen sterben, bevor wir zurück sind. Ja, kommt natürlich gleich wieder ein Zombie. Ist ja wohl logisch, da steht ein Skelett. Und da ist ein... Ach Mann. Ja, Enderman. Alter, ich glaube, ich werde nicht mehr. Warum ist meine Türe offen? Vor allem, weißt du, da ist jetzt wieder alles weg. Musste das denn sein? Musstest du mir das antun? Ja, irgendwie habe ich jetzt gerade Renderprobleme, glaube ich. Weil irgendwie kriege ich jetzt hier gerade nicht genügend Distanz zusammen für das da unten. Normal ist das kein Problem. Toll. Alles weg. Eisenzeug weg. Mann. Warum habe ich jetzt eigentlich keine neue Spitzhacke gebaut? Wie soll ich denn jetzt hier wieder hochkommen? Vor allem, wie soll ich denn... Okay, wir können uns ein Crafting Table machen. Immerhin. Brauche nämlich eine Spitzhacke. Aber wir haben natürlich jetzt keine Eisenspitzhacke mehr. Ist ein bisschen suboptimal. What the heck, was war denn das bitte? Habe ich die Fackel platziert? Da machen wir da auch wieder eine hin. Ah.
So. Wir kommen langsam aber sicher nach unten. Darum geht es in erster Linie auch. Ich möchte sicher nach unten kommen. Ohne nochmal zu sterben, wenn es geht. Das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Ich möchte nämlich eigentlich einfach so eine Fallgrube machen, die unten Wasser hat. Damit ich hier flott nach unten komme. Was anderes möchte ich gar nicht. Das kriege ich, denke ich, auch relativ flott voll hin. Wenn mich nicht wieder irgendwas abschießt. Ja, Schuld gerade war ja auf jeden Fall ein Skelett, das haben wir ja gehört. Oh, ich weiß gar nicht, ob das der Stein, den ich dabei habe, ob der reicht. So, aber es sieht schon ganz vielversprechend aus im Moment. So, jetzt kommt eben gleich wieder eine Passage, die wird nicht so toll. Weil hier müssen wir irgendwie tiefer kommen. Wenn ich da nicht irgendwo dran komme, haben wir ein Problem. Und zumal geht mein Stein jetzt aus. Ey, ich habe 2 Stacks mitgenommen. Ich dachte, das reicht. Oh, locker easy reicht das, dachte ich. Scheiße war's. So, wenn ich jetzt hier runterspringe. Kommt von wo ein Skelett? Riskiere ich es oder riskiere ich es nicht? Ich glaube, ich riskiere es nicht. Ich baue mir lieber hier noch ein bisschen Stein ab. Aber das war wieder typisch. Typisch, wenn nicht zu sagen logisch. Eine logische Folge.
So, da ist mein Kopf. Geschafft. Zumindest im Moment mal safe. Was wir jetzt halt nicht haben, ist wieder Wasser. Das heißt, eigentlich muss ich nochmal runter und mir Wasser organisieren. Da hinten wäre was. Wenn ich bis dahin überlebe. Wahrscheinlich fällt aber gleich irgendwas runter auf mich und dann bin ich tot. Bitte nicht. Bitte nicht! Alter, was Action hier. Ich will doch bloß so ein scheiß Dings da an Schacht nach unten bauen. Mehr will ich doch gar nicht. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich habe unten auch alles schon so weit vorbereitet. Ich muss nur nach unten kommen. Wenn wir das töten, dann können wir fliegen. Yo! Hier! Jetzt sind wir gemorpht? Oh oh, wir haben aber auch deutlich weniger Leben. Deshalb morphen wir uns mal schnell zurück. Hä? Hallo? So rum ging das. Alter, ich habe trotzdem fast kein Leben. Was soll denn das? Nein! Oh. Was sind denn die alle so aggro hier? Lasst mich doch einfach friedlich meinen scheiß Tunnel buddeln und dann verschwinde ich auch wieder. Dann lasse ich euch in Ruhe. Versprochen. Die wollen einfach nicht, dass ich hier in ihren Untergrund eindringe. Ich bin noch auf Höhe 50.